Ist das für Reifenmontage? Nee, das ist ein Teil eines Gelenkspieltesters. Damit kannst du halt herausfinden, ob du ausgeschlagene Lager oder ähnliches hast. Ja, Traggelenk sieht man jetzt. Traggelenk, genau. Dich kennt man ja in meinen Videos schon. So ein bisschen tatsächlich, genau. Ja. Aber jetzt sag mal, was machst du hier bei Febi? Was ist deine Aufgabe hier? Ja, meine Aufgabe ist, mehr oder weniger kannst du sagen, technisches Marketing. Das heißt, alles so, was Videos oder auch technische Artikel angeht. Für die Marken halt Febi natürlich, aber auch Blueprint und Zwack. Das sind ja auch unsere Marken. Genau. Dort erstelle ich halt, wie gesagt, Kurzvideos, aber auch Einbauhinweise, technische Dokumente, teilweise auch technische Artikel, sowas, was dann im Newsletter veröffentlicht wird oder aber auch in Zeitschriften. Alles, was halt mit Technik zu tun hat. Ne? Also groß Marketing und ich mache Technik mit Marketing. Wahnsinn. Ne? Das ist auch dein Gebiet hier? Genau. Das ist unser technisches Studio. Und das nutzen wir halt auch für die Erstellung von solchen Einbauvideos oder ähnliches, aber auch halt für Marketingzwecke, um Fotos zu machen, ne, für Kampagnen und so Sachen halt. Ne. Jetzt sagt mir bitte, ihr habt solche Schränke. Nein. Also das wurde extra für euch gemacht? Ja, genau. Wie geil ist das denn? Das ist auch mein Traum. Die bauen wir natürlich nicht selber. Ja, das ist geil, quasi robust. Ne? Wir sind natürlich heute hier. Ich wusste gar nicht, dass Febi so groß ist. Ist ja Wahnsinn. Das ist noch nicht alles hier tatsächlich. Ehrlich? Ne? Also das ist hier der Hauptstandort in Ennepetal tatsächlich. Also wie gesagt, gibt es ja seit 1844 mittlerweile. Oben bist du ja dran vorbeigefahren. Du hast ja dann diese Glasbrücke gesehen. Rechts davon ist quasi die alte Verwaltung. Das auf der anderen Straßenseite wurde irgendwann dann zugebaut. Dahinter ist jetzt gerade Baustelle. Dort war unsere alte Eigenfertigung, die ist 1,5 Kilometer Luftlinie jetzt wieder den Berg in die andere Richtung. Und dort wird dann in Zukunft neu gebaut auch. Hier hinter ist der Wareneingang mittlerweile. Alles, was hinter uns hier ist, hinter dem Gebäude, ist alles Logistikzentrum. Also das ist ein riesen Logistikzentrum hier und wir haben ja vor kurzem erst noch in Gelsenkirchen ein weiteres Logistikzentrum aufgemacht, was von der Fläche noch mal größer ist wie hier. Krass. Natürlich habe ich immer schon gedacht, dass es groß ist, aber dass es so groß ist, ja. Also das ist ja ein Stadtteil hier. Also wenn wir Zeit haben später, können wir vielleicht noch einmal kurz durchlaufen. Dann kann ich hier so ein paar Sachen zeigen. Da sind wir ja bis nächste Woche noch hier. Deswegen. Also das ist ja Marathon hier. So einen kleinen Überblick verschaffen. Ja, also das interessiert mich. Also ich glaube, da muss man mal ein separates Video machen, damit wir uns das Ganze mal so anschauen. Sollte man hinkriegen. Aber jetzt erzähl mal, warum sind wir eigentlich hier? Ja, sehr gerne. Wir sind ja dieses Jahr Hauptsponsor vom Porto Rodeo. Und deswegen haben wir halt auch nach einem Fahrer gesucht, der uns da halt mit einem eigenen Team vertreten kann. Deswegen haben wir dich dann gefragt, du warst so freundlich und möchtest für uns da antreten. Wir haben uns das Auto schon mal kurz angeguckt. Ich bin mega begeistert tatsächlich. Das ist, glaube ich, wirklich das richtige Fahrzeug für so eine Rallye einfach. Ich bin ganz ehrlich, das Ding sieht ja noch nicht nach Rallye aus. Und da haben wir uns halt was überlegt. Da wollte ich dir noch ein paar Sachen mitgeben jetzt, was das angeht. Und zwar haben wir dir für das Fahrzeug noch Folie machen lassen, damit das ganze Ding so ein bisschen den Rallye-Look noch bekommt. Würde ich dir auch gerne noch ein paar andere Sachen mit auf den Weg geben, die dir vielleicht auf dem Weg dahin auch helfen. Und ne, falls du mal Öl brauchst oder sowas, ne, habe ich dir hier so ein paar Flaschen Öl noch mitgegeben, Kühler, Frostschutz. Geil. Könnt ihr bestimmt gut gebrauchen. Noch ein alles paar T-Shirts, das ist alles für euch. Geil. Tatsächlich. Und ja, wir können ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, wie das dann aussehen wird. Aha. Ja, so wird das dann geil sein. Ne? Ich glaube, das könnte richtig cool aussehen auf dem Auto dann auch. Das kommt dann jeweils links und rechts dann. Genau, wir würden jetzt sagen, dass wir das dann auf die, oder dass wir das dann auf die Türen kleben lässt. Ne? Und das macht das Ding, glaube ich, schon ein bisschen mehr zu einem Rallye-Fahrzeug. Ja. Mit den ganzen Startnummern und so, die du halt noch bekommen hast. Ne? Muss ich mich bedanken. Ehrlich, auch die Community muss ich, glaube ich, bedanken. Erstens, wir haben über einen Monat Material gehabt zum Film, Content. Und wir freuen uns auf diese Herausforderung. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ja? Sehr gerne. Na? Ich bin auch da. Also wir werden uns dann am Samstag wahrscheinlich sehen. Das heißt, ich bin das Wochenende da, weil Porto Rodeo startet an 2 Tagen, am Samstag und am Sonntag. Und ich bin selber dann vor Ort, um die Teilnehmer so ein bisschen zu betreuen, so ein bisschen mit denen zu quatschen. Und wir werden natürlich auch eigenen Content dort produzieren für unsere eigenen Kanäle. Das heißt, Febi Bildstein auf YouTube sowie den Febi Bildstein Kanal auf
Instagram und Facebook. Da könnt ihr gerne dann einmal liken und followen, wenn ihr möchtet. Das würde uns richtig freuen. Das werden wir natürlich unten alles verlinken. Slogan finde ich aber Hammer. Wer hat gesagt, dass es leicht wird? Ja. Ja, und das finde ich geil. Dieser Slogan sagt schon alles. Ja, das ist nicht nur im Kreis fahren. Ja, das ist so. Ja, werden wir sehen. Wir haben alles gemacht. Danke nochmal an Febi. Ehrlich, wir haben gesagt, wir brauchen das. Wir haben sofort geschickt. Das ist Wahnsinn. Gestern Bescheid gegeben, heute sofort geliefert. Das ging so schnell. Da müssen wir uns nochmal bedanken. Und ja, ich freue mich schon. Gut, dann nehme ich die ganzen Sachen mit. Gerne, gerne. Der Salvo, der weiß Bescheid. Dann werden wir das Ganze einmal bekleben. Und wir freuen uns schon auf die Teile hier. Gut, Chris, hast du noch was zu sagen? Tatsächlich nicht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, viel Dankeschön. Spaß dabei. Und wir sehen uns ja am Samstag noch. Ja, auf jeden Fall. Dann Handy auf lautlos. Ne? Wenn ich anrufe, geh nicht dran. Weil ich glaube nicht, es ist dann einfach mit dir. Nein, war Spaß. War. So, dann machen wir mal die Folie drauf. Dann bin ich mal gespannt, wie es danach aussieht. Der liebe Salvo ist gekommen. Hi. Salvo macht das jetzt ganz schnell. Andere Seite ist schon fertig, das zeige ich euch aber noch nicht. Das machen wir gleich. Salvo, Anruf ist Salvo. Ey, wir brauchen den Wagen bis morgen. Da ist er, der liebe, sofort gekommen. Danke dafür auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Ich muss auch sagen, die Folie ist sehr, sehr dick. Ich weiß nicht, wie sich jetzt eine Autofolie sich jetzt anfühlt, aber ich glaube, wenn die einmal verknickt ist, ich glaube, die kriegst du nicht wieder gerade. Ist das so, Salvo? Doch schon, aber doch. Nicht so leicht. Also die Folie kannst du überhaupt nicht mit Nein. Autofolie vergleichen. Das ist so mehr für Gelände, Fenster und so, ne? Mehr gedacht, glaube ich. Für eine Alu-Dibond-Platte. Ah, Alu, ja klar, Alu-Platte und so. Einmal drauf und nie wieder bewegen. Keine Kurve, kein gar nichts, am besten einfach nur gerade drauf. Also ich finde die Optik geil. Okay, jetzt könnt ihr nicht viel damit anfangen, aber wenn Salvo gleich alles ausschneidet, wie er es drüben gemacht hat, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Bäh! Komo-Teil, er ist geil aus der. Nee, da drüben zeigst du noch nicht. Hier machen wir ja jetzt. Was? Ey, Salvo hat ja so geile Arbeit gemacht. Ne? Der Typ ist. Ey, das sieht aus wie so ein richtiger Taxi jetzt. Ne? Jetzt nur mit dieser Folie. So richtig. Ich finde, so taximäßig finde ich den gar nicht mehr so mit den Klebern. Es wird Meinst immer mehr Rallye-mäßig. Ja, jetzt wird es langsam Rallye-mäßig. So ist es. Habe ich schon gesagt, dass ich sowas hasse. Das weiß ich mittlerweile. Dann lieber Motor auseinandernehmen. Die Startnummer kommt. So. Auf der anderen Seite auch so? Yes! Hast du jetzt gerade kurz überlegen müssen? Ja, also es kommt jetzt auf die Millimeter nicht an, ne? Nein, das ist ja... Das ist ein Rallye-Fahrzeug. Ja, hier ist es voller, siehst du? Ja. Aber ehrlich gesagt, das sieht auch schön aus. Ach, das sind die Länder, die wir durchkreuzen werden, oder? Ja. Ich wollte schon sagen, wo ist die türkische Flagge? Gedo ist dabei, Kumo ist dabei, Febi, Mutul. Alle, die hier mitgeholfen haben, an Sponsoren. Natürlich, so, Tüning ist dabei. Küslinen darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, das ist unsere Startnummer. Danke nochmal an Salvo, ehrlich, dass er es noch kurzfristig hier uns geholfen hat. Alosch? Ja? Gut, dass wir nur 5 Tage wegfahren. Also ein bisschen Gepäck hier. Ein bisschen? Bisschen, nicht viel. Und die Hälfte ist noch nicht mal drin. Ich zeige dir jetzt noch, was wir alles mitnehmen. Ja. Hier drin haben wir einmal Diagnosegerät, einmal Starter, unter elektrische Luftpumpe, Feuerlöscher haben wir dabei. Mhm. Dann haben wir natürlich Warnweste, Verbandskasten und so weiter und so fort. Ja. Hier, Gepäckträger, Weber. Hier haben wir 20 Liter Wasser drin, falls wir Gesicht waschen wollen oder irgendwie wir sind dreckig, wollen uns waschen, also nicht zum Trinken. Dann haben wir hier so eine mysteriöse Box. Was da drin ist, sage ich noch nicht, vielleicht packen wir die mal aus.
Dann haben wir natürlich jede Menge Werkzeug von Gedore. So ein Set von Gedore, falls ich da irgendwas brauche, von Gedore Red. 172, teiligen Set. Wir haben natürlich eine Inspektion gemacht, Alter, ne? Ja. Öl haben wir gewechselt, Getriebe und so weiter und so fort. Wasserstand haben wir kontrolliert. Wischwasser muss ich noch füllen. Und was habe ich draufgeklatscht? Was denn? Oh, die Abdeckung. Die Abdeckung. Das ist aber nicht die Originalabdeckung. Okay. Das ist von einer C-Klasse, von einer neueren C-Klasse, aber auch 646 Motorcode. Die ist ein bisschen anders. Ich musste da ein bisschen was kaputt machen, damit die da genau drauf passt. Okay. Aber du glaubst nicht, wie leise der jetzt bringt ist. Bringt das was? So ein Schaumstoff noch da drunter. Okay. Wahnsinn. Also wenn du, falls du den nicht mehr hören sollst, weißt du Bescheid. Es liegt da. Okay. Was wir nur vergessen haben, Leute, ist Klimagas haben wir nicht gefüllt. Ja, ich wollte das machen. Das Problem ist, unser Klimagas ist leer. Ich habe es voll vercheckt. Ich habe Achmetam angerufen. Achmetam hat gesagt, komm vorbei. Aber wir haben es auch nicht geschafft. Also müssen wir mal zusehen, dass wir da irgendwie eine Werkstatt finden. Okay. Sonst Lichter sind alle in Ordnung, Ölstand ist in Ordnung. Wir haben natürlich Öl und so alles auch dabei. Öl, Frostschutz, Triebeöl vom Bebor. Guck dir das an, wie kühl das ist. Ja, sehr gut. 4 Grad. Das Ding ist krass. Ehrlich krass. Da wir kein Klima haben, haben wir wenigstens kalte Getränke. So ist es. Ja, du denkst mit. Empfehlen. Also das Ding kann ich unten mal für Lichter. Richtig teure gekauft für 99 Euro, 120, ich glaube sogar für 150 habe ich mal welche gekauft. Okay. Und die haben nichts gebracht. Aber das Ding, das ist krank und ist voll leise. Du hörst den gar nicht. Bin mal gespannt. Ja, und ich finde den auch nicht so übertrieben groß. Das ist der 20 oder der 24? 20, glaube ich, oder? 20 Liter, ne? Müsste. So, der kommt jetzt auch in den Wagen rein und dann müssen wir später nochmal gucken, dass wir das irgendwie sortieren, dass wir das noch genau vernünftig irgendwo hin tun. Aber hier, zack, aufmachen, Getränk rausholen, hier haben wir die Lüftung, da haben wir auch die Lüftung. Richtig schön gemacht. Sieht gut aus. Oh, ist gar nicht so schwer. Ey, das ist ja geil. So ein Messer. Ja. Nicht schlecht. Mit Klingen. Geil. Klingen auch. Ja. Wir sind losgefahren. Das erste Mal, dass wir jetzt hier so eine lange Strecke fahren. Mal gucken, ob die Strecke erstmal aushält. Also eine Million Taxi hier. Ja, ich hoffe, wir haben nichts vergessen, Heidrich. Aber so wie der Kofferraum aussieht. Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ja, ich bin mal gespannt. Über 1000 Kilometer Reichweite. Taximeter haben wir angemacht. Genau. Ja, ich will jetzt Taximeter. Wir werden jeden Tag schauen. Komplett? Nee, die ganze Rallye wird das laufen, auch nachts. Das heißt, auch jetzt, ab auch jetzt schon, nachts, die Fahrt ganze jetzt? Zeit durchlaufen. Okay. Und dann bin ich mal gespannt, was der für einen Preis sagt. Oh, da bin ich auch gespannt. Also wir haben jetzt gerade mal 11 Kilometer gefahren und haben 23 Euro. Da kannst du ja denken. Also ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was meint ihr denn, wo wir am Ende landen werden, nach diesen 5, 6 Tagen. Die Frage ist, hat der überhaupt so viele Stellen, um das anzeigen ja, zu können? Ich schon. Den habe ich schon auch. Echt jetzt? Vierstellig habe ich den schon gesehen. Okay. Weil ich habe den einmal eine Woche vergessen. Oh! Frankfurt City. Wie geil das aussieht. Skyline. Und wir haben Sturmwetter. Nee, aber wir fahren jetzt genau da rein. Oh, das ist nicht Richtung München. Soll ja richtig Sturmwetter sein, ne? Gut, okay, dann trink du mal deinen Kaffee zu Ende und dann weiter. Ja, genau. Bis gleich. Bis später. So, genau. Aber die Frage ist natürlich, wenn es mehr wird. Ich glaube, der wird auch fünfstellig sein. Kein Schlaf. Und es geht morgen eigentlich, also heute Morgen, also richtig los. Ja. Ne? Und es ist ja eine Strecke zu fahren. Also da werden wir so ein bisschen schläfrig sein, denke ich. Ein bisschen ist gut. Ja, aber es ist halt Abend. Wir haben jetzt genau fast 1000 Kilometer gefahren und ja, jetzt beginnt die Rallye, würde ich sagen, ne Alter? So ist es. Bin ich mal gespannt, ob wir die Rallye schaffen oder nicht. Hält dieses Auto das aus oder nicht? Das werden wir sehen. So, Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz-Prinzip. Bis dann, noch rein. Ciao.
rechnet mit allem, außer mit Urlaub. Also ich bin nicht der einzige Verrückte, das ist schon mal gut. Diese geile Location, ne? Die Strecke sieht aber echt heftig aus, guck mal. Der Vieh ist da vor uns, der kommt nicht weiter, aber der macht auch noch Kontrolle, oder nicht? Doch. Kupplung, ich rieche jetzt schon. Oh nein! Ja, haut auf. Was ist los? Keine Ahnung. Zieht der nicht? Zieht jetzt auch nicht. Was soll ich für Apple? Nein. Alter. Da kommst du ja richtig raus, ey. Ja. Bist ja jedes Jahr, glaube ich, dabei. Kannst du mal was erzählen? Sind die Leute hier nett? Wahnsinn. Ja, das ist Hammer, ne? Hier. Was denn? Zusammenhalt. Ja, definitiv. Ja, finde ich auch. Guck mal. Das kommt von den Bergen, ne? Italien ist chilliger. Ja, haben wir gesehen, chilliger. Ja, das ist das für ein Berg gewesen? Also ich habe alles von Phoebe eingebaut hier, Eidosch. Ja. Bremsen, Gelenke, Laubmager. Ich sag dir, besseren Test gibt es nicht. Die haben mich nur zum Testen geschickt, habe ich das Gefühl. Halten die Sachen oder nicht? Ein Sujuk-Bremsentest machen. Und jetzt frag mich, warum wir Sujuk dabei haben. Oh, es brutzelt! Willst du mal irgendwie anhalten kurz? Hey! Pass auf, die Dinger sind aber nicht mehr so ganz so! Gehst du da rein? Nein, du fährst da nicht rein! Phoebe! Dankeschön!